Also wenn der Frank Stronach auf die Route kommt, ist er sicher ein guter Mann. Er tut nichts anderes als alle anderen laut reden bis jetzt. Er hat sicher sehr gute Argumente, er hat sicher sehr viel Erfahrung. Also ich würde Frank Stronach jetzt nicht wählen. Er tut zwar, glaube ich, sehr viel für Österreich bezüglich der vielen Firmen, die er da hat, aber als Politiker kann ich ihn mir nicht vorstellen. Pro und Contra, der Austria News Talk, wird präsentiert von Manuela Reidel. Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei Pro und Contra, der Austria News Talk. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Schön, dass Sie mit dabei sind. Frank Stronach hat den internationalen Autozulieferkonzern Magna aufgebaut. Er besitzt Pferderennbahnen, er war Großinvestor bei der Wiener Austria, Bundesliga-Präsident. Und jetzt will der 79-jährige Selfmade-Milliardär in den österreichischen Nationalrat und die österreichische Politik aufmischen. Die Frage ist, schafft er das? Was macht ihn zum guten Politiker? Und diese Frage geht heute an besagten Milliardär persönlich. Frank Stronach ist bei uns. Er ist der Kopf der neuen Frank Stronach-Bewegung. Außerdem heute hier Karin Resitaritz, ehemalige Europaabgeordnete, und Klaus Reidel, Präsident der Österreichischen Nationalbank. Als Experten heute bei uns Meinungsforscher Peter Hayek und Politikberater Thomas Hofer. Willkommen natürlich auch an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren im Publikum. Es sind einige Mitstreiter und Unterstützer Frank Stronachs heute hier, aber auch etliche kritische Bürger und Bürgerinnen, die Herr Stronach vielleicht als zukünftiger Wähler und Wählerinnen gewinnen kann. Es wird sich im Laufe der Sendung zeigen. Sie wissen, in Teil 2 der Sendung ist unser Publikum an Wort und dazu aufgerufen, kritische Fragen zu stellen. Bevor wir loslegen, noch eine kurze Klarstellung, wie immer am Anfang. Herr Reidel und ich, wir sind weder verwandt noch verschwägert, wir haben rein zufällig denselben Nachnamen. So, Herr Stronach, Sie haben sich dazu entschieden, heute als Einzelkämpfer zu uns zu kommen, zu Pro und Contra sich Ihren Kritikern und Kritikerinnen zu stellen. Vielen Dank, das ist sehr mutig. Meine erste Frage an Sie ist, Sie sind ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Aber macht Sie denn Ihre Erfahrung als Manager gleich automatisch zum guten Politiker? Erstens möchte ich mal feststellen, ich bin kein Politiker. Ich will eine Bewegung imstande bringen, um die Missstände und das System in Österreich zu ändern. Und noch einmal, ich habe nie gesagt, dass ein Staat also gleichgeführt werden soll wie eine Firma. Nicht? Ein Staat hat auch, da sind viele soziale Komponenten mit dabei. Und es gibt gewisse Grundprinzipien, die gleich sind. Und das ist nämlich die Wirtschaft. Und da, glaube ich, können wir übereinstimmen. Wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, dann funktioniert nichts. Können wir da übereinstimmen, Klaus? Das muss man auch differenziert sehen, aber ich werde dann antworten, Frank. Okay, gut, dann rede ich weiter. Du redest immer so lange, aber darf ich gleich eines sagen? Ja. Weil du sagst immer, du bist kein Politiker. Ich verstehe nicht, wieso du in deinem Papier ganz kritisch schreibst, unglücklicherweise besteht die Regierung aus Politikern. Ja, wer soll denn sonst Politik machen, wenn nicht Politiker? Ich glaube, da verfolgst du ein Klischee, Politiker sind negativ besetzt, ich bin keiner, aber jeder, der im Parlament ist, ist ein Politiker. Daher würde ich... Das ist aber doch schon eine gute Frage, Herr Reidel. Wer soll sonst Politik machen? Natürlich. Die Politiker. Aber der Unterschied, ob sie Politiker sind oder ob sie Menschen sind... Na, Menschen sind sie sowieso. Ja, ob sie Menschen sind, ob sie ein gewisses Gewissen haben, sind sie bei der Wahrheit, sind sie transparent und sind sie fair. Das alles sind sie nicht. Nein, das stimmt nicht. Nein, du kannst nicht so pauschal. Natürlich, kannst du nicht. Klaus, stellen wir mal fest, du bist ein Teil des Systems. Du hast nur immer für staatliche oder staatsnahe Betriebe. Das stimmt genau. Nein, das stimmt nicht. Meine Firma war 100% privatisiert. Bei der Börse. Bülow Udeholm war zu 100% Würden Sie sagen, der Herr Reidel, wenn Sie sagen, er ist Teil des Systems, dann kann er überhaupt nicht verstehen, was Sie jetzt mit Ihrer neuen Bewegung... Das kann man bestimmt nicht verstehen, weil er verschiedene Sachen gar nicht gemacht hat. Er vertritt die Banken, nicht? Nein, ich vertrete... Ja, natürlich. Jetzt reden wir wegen der ESM. Verstehst du, was das heißt? Ja.
Ja, es heißt mal, nicht heißt europäischer Schulden, wie du das sagst, European Stability Mechanism. Und weißt du, was der Zweck ist für das? Weißt du das? Ja, das was weiß ist der Zweck ich. Für das? Um die Länder, die jetzt in Schwierigkeiten sind, zu versorgen mit Krediten und diese zu stabilisieren. Ich mache es jetzt ganz einfach. Das ist einmal eine falsche Aussage, weil es ist, die Banken haben Fehlinvestierungen gemacht und dadurch wollen die Banken wieder Geld zurück. Nehmen wir an, was mit Griechenland passiert ist. Die Griechen waren für Tausende von Jahren für Hunderte von Jahren kulturell sehr erfolgreich und führend. Und jetzt sagt man zu den Griechen, pass auf, ihr braucht ja Geld, ihr müsst ja Geld nehmen. Das haben die Banken gemacht, wie die Banken sehen, das war eine Fehlinvestierung und die Banken haben das ganze Geld gleich wieder runtergenommen. So geht's weiter. Und alle Leute wissen es. Aber haben Sie als Großunternehmer nicht häufig die Hilfe von Banken in Anspruch genommen und es hat sich am Ende ausgezahlt? Nein, ich kann der Bank kein Geld borgen. Heute? Ja, aber in der Aufbauphase? In der Aufbauphase ist Banken haben einen gewissen Zweck. Aber die Banken, die solche, jetzt muss man wieder feststellen, nicht? In den letzten 4 Jahren sind die schlechten Kredite ums Doppelte gestiegen. Das muss man sich vorstellen. Und in Europa sowie in Österreich, die sind jetzt auf 18 Milliarden gestiegen. Und in ganz Europa von 500 Milliarden jetzt zu einer Billion. Was heißt das? Das heißt, es 2008 wird ein kleines Spiel sein, was jetzt vorkommt. Also wir gehen den Weg wie Griechenland, wenn wir nicht das System ändern. Und das war interessanterweise beim ESM von der Volkspartei, von der ÖVP, habe ich gewusst, sie wird mit den Banken stimmen. Was ich sehr enttäuscht war, dass die SPÖ, die Arbeiterkammer und die Gewerkschaft auf mich gestimmt haben, um zu diesem Vertrag zu unterschreiben. Das sind Milliarden wieder, wir haben selbst schon so viele Schulden, wir können doch nicht weiter Schulden machen, die mir an Länder geben, die noch mehr verschuldet sind. Da hole ich jetzt die Frau Resetaritz mit ins Boot. Das sind ja durchaus Dinge, die bei der Bevölkerung im Augenblick sehr gut ankommen. Nicht? Man versteht nicht, wofür übernehmen wir diese Haftungen, warum gehen 2,2 österreichische Milliarden in den Euro-Rettungsschirm. Woher kommen die Milliarden? Woher kommen die Milliarden überhaupt? Wozu brauchen wir Politiker, wenn sie nicht in der Lage sind, unser Schiff geradewegs durch die stürmische See zu schiffen? Ist Herr Stronach der Richtige, hier einzugreifen und genau solche Dinge aufzuzeigen aus Ihrer Sicht? Das wird sich weisen. Also ich finde es ja sehr vorbildhaft, dass man mit 80 Jahren den Mut hat zu sagen, ich gründe eine neue Partei. Hut ab, Herr Stronach. Darum war ich auch sehr interessiert, was ist Ihre Meinung, was sind Ihre Positionen? Und da muss man schon sagen, der nächste Nationalratswahlkampf wird ein Europawahlkampf, ein Euro-Krisenwahlkampf werden, was sonst wird das führende Thema sein. Und da ist Ihre Antwort Rückkehr zu den nationalen Währungen. Und das hat mich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Weil diese Rückkehr zu nationalen Währungen, das ist so rückschrittlich. Sie sind ein Mann mit so großer Lebenserfahrung, ein so bewundernswerter Unternehmer. Können Sie da nicht etwas progressiver denken und sich einen neuen Weg denken, der nicht so das Blabla von anderen Parteien populistisch übernimmt? Nein, ich brauche von keiner Partei irgendwas populistisch zu übernehmen. Ich habe Erfahrungen. Ich war im Laufe der Jahre in Aufsichtsräten an Banken, Universitäten, Spitälern, New Yorker Stock Exchange. Ich habe sehr viele Erfahrungen gesammelt. Eben. Und deshalb noch einmal, das ist noch, es muss wirtschaftlich zusammenhängen. Und das macht keinen Sinn, die gleichen Währungen, weil dadurch wird Konkurrenz ausgeschaltet. Ohne Konkurrenz kann die Welt sich nicht weiter fortbilden. Und das, ihr versteht das, ihr müsst einen Wirtschaftskurs unternehmen. Darf ich kurz was sagen? Ja? Dieser Zug ist abgefahren, nämlich am 1. Jänner 2002. Wenn wir damals als Österreicher gesagt hätten, wir wollen unseren Schilling weiterhaben, dann würde ich sagen, okay, das war die Entscheidung der Österreicher. Wir haben nur damals eine Ehe eingegangen. Und jetzt, wo es wirklich in dieser Ehe drunter und drüber geht, wo wir eigentlich Schulter an Schulter zusammenstehen müssen, kann man nicht ausscheren und sagen, ich verlasse diese Ehe jetzt. Das ist böswilliges Verlassen. Was glauben Sie, wie die anderen dann mit uns umgehen würden? Ich würde das nicht mit einer Ehe vergleichen. Vertrag eingegangen. Und Frank, darf ich wirklich sagen, zuerst möchte ich sagen, ich habe zum Schluss 10 Jahre eine Firma geführt, die
die zu 100% privat war. Nur damit das klar geht. Und der Wiener Börse notiert und unsere Investoren noch, waren in Amerika. Noch reden. Aber es geht jetzt nicht um mich und es geht auch nicht um deinen Lebenslauf, sondern es geht um die Sache hier. Und darf ich das versachlichen? Der Euro ist eine Erfolgsgeschichte. Darf ich dir das erklären? Der Euro als Zahlungsmittel ist unbestritten. Der Euro als Wertaufbewahrungsmittel ist unbestritten. Der Euro als Reservewährung weltweit ist unbestritten. Es werden mehr Rechnungen in Euro ausgestellt, als Warengeschäfte zugrunde liegen. Durch den Euro, wie haben wir profitiert? Wir haben 10 Jahre eine geringe Inflationsrate gehabt von 1,9% im Durchschnitt im Jahr. Wir haben hohe Wachstumsraten gehabt. Wir haben Exporte gesteigert, weil der Euro ein großer Wirtschaftsraum ist. Und das, was früher passiert ist, Italien, Spanien, Griechenland, dass die abgewertet haben. Und ich weiß das aus meiner Stahlerfahrung. Dann haben wir in Donauwitz wieder, Voestalpine Donauwitz, wieder Probleme gehabt, weil die Italiener noch abgewertet, die oberitalienischen Stahlwerke. Mit der Billerie reingefahren sind. Was mich wirklich wundert, Frank, und ich möchte dazu sagen, wir kennen uns schon seit über 20 Jahren auch geschäftlich und ich schätze dich immer sehr. Aber was mich wirklich wundert, ist, dass Magna Österreich würde nicht so gut dastehen, auch nicht Magna Deutschland, gäbe es nicht den Euro. Weil also, Magna Österreich hätte dauernd zu kämpfen mit den Abwertungsländern Italien, wo viele Konkurrenten sind, gerade in der Automobilindustrie, wo wir dann zu teuer wären. Daher verstehe ich nicht, profitiert. Ich du redest jetzt von der Lebensmittel. Nein. Also der kann ja nicht für meine Firma sprechen. Naja. Klaus, das macht keinen Sinn, was du da sprichst. Du wieso nicht? Frag einmal die Leute, die gründlichen Leute, die zum Billa einkaufen gerne irgendwas, die sagen, pass auf, wir haben jetzt Kilo Kartoffel oder Zucker oder Mehl oder was immer. Das ist fast schon so teuer, wie es früher war ein Schilling. Das ist okay, der alte Slogan, der Euro ist ein teurer. Das stimmt nicht. Du musst gerade mit den Leuten, Lebensmittel sind billiger geworden. Du bewegst dich nur in den Bankenkreisen. Aber ich bin kein Banker, ich bin ein steirischer Stallarbeiter. Herr Dr. Reil, wir haben heute erfahren, dass um 35% alles teurer worden ist in Österreich und die Löhne aber nicht um 35% gestiegen sind. Diese UBS-Untersuchung kenne ich auch. Aber die Inflationsrate war in den letzten 10 Jahren. Im Jahr 1,9%. Wir springen aber hier vom Thema zum Thema. Bleiben wir mal kurz beim Schilling und beim Euro. Ich habe gesagt, 35% teurer. Klaus, du bist nicht mehr mit. Du bist nur in den Bankenkreisen. Nein, und du hast das Gefühl nicht mehr für die Leute auf der Straße. Überhaupt nicht. Ja, sicher, sonst wird das gar nicht so reden. Na, come on, Klaus. Ich bin ein Mann des Volkes. Darf ich die Zahlen bringen? Die Inflationsrate, damit das gleich geklärt ist. Seitdem der Euro eingeführt wurde, haben wir jährlich im Durchschnitt eine Inflationsrate von 1,9% gehabt. Und damit das klar ist. Der akzeptierte Warenkorb, damit das klar ist. Bei der Lohnpolitik, das ist die UBS-Untersuchung, das ist die Schweizer Bank, das stimmt, da war in Deutschland eher ein Netto-Realverlust, bei uns knapp. Aber was war der Vorteil, das muss ich jetzt sagen, dadurch haben wir Exportchancen gehabt und die Beschäftigung ist gestiegen. Wir haben dadurch eine tolle Beschäftigungszunahme gehabt. Wir haben noch nie so viel Beschäftigte in Österreich wie zurzeit. Und der Export alleine bringt uns über eine 500.000 Beschäftigte. Herr Reidel könnte Ihnen stundenlang die Vorteile des Euro aufzählen, wie wir gerade gehört haben. Es gibt auch einige Ökonomen, das heißt einige, es ist eigentlich die Mehrheitsmeinung der Volkswirte, die sagen, es sind Horrorszenarien möglich, wenn wir uns für unsere alte nationale Währung, den Schilling, entscheiden. Wie können Sie ausschließen, dass das nicht in der ökonomischen Katastrophe endet, Ihre Idee? Man jagt den Leuten Angst ein, nicht? Noch einmal, das ist ein Bailout, wo man die Banken ihre Fehlinvestierung wieder zurückbezahlt. Um das dreht sich's, nicht? Weil, noch einmal, man muss mit den Leuten reden. Und wenn er sagt, ja, es ist alles besser, alles, und wir haben jetzt heute wieder, noch einmal, ich lege weniger Wert auf die Statistik, weil die kann man rundherum modellieren, wie es denkt. Und meistens die Wirtschaftsfachleute, die haben noch nie Löhne bezahlt,
die wissen das überhaupt nicht. Aber noch einmal, du musst mit dem jetzt, steh einmal ein paar Bilder. Was kostet ein Liter Milch? Was kostet ein Liter Milch, Frank? Na sag, was kostet ein Liter Milch? Wenn du sagst, ich habe keinen Kontakt zu den Leuten. Pass auf, noch einmal. Was kostet ein Liter Milch? Was, Ronach, wie viel ein Liter Milch kostet? Ich trinke selten Milch. Ja, was kostet ein Liter Milch? Was kostet ein Whisky? Ja, ich trinke ein Whisky. Interessiert mich gar nicht. Nein, ich weiß es. Ich weiß es, aber das ist eine Folge. Bleib mal kurz dabei. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Wie viel kostet ein Liter Milch? Plus oder minus um 1 Euro. Stimmt das? Je nachdem. Und ein Butter kostet ungefähr 1,80 Euro, 1,50 Euro, wenn man billig einkauft. Ja, aber okay. Nur so viel. Der Herr Schoner ist am Ball, bitte. Nur so viel zum Kontakt zum kleinen Mann. Ja, richtig. Aber was ein Milch kostet, hast du nicht. Das haben wir jetzt aber schon geklärt. Nein, so. Tatsache ist aber, Sie sagen, man möchte den Leuten Angst einjagen. Aber sehr kluge Menschen, die Wirtschaft studiert haben, sagen, wenn wir den Schilling wieder einführen, dann können zwei Szenarien passieren. Entweder die Märkte haben in dieser Währung überhaupt kein Vertrauen und wir haben eine Inflation, Importwaren sind sehr, sehr teuer. Oder wir kriegen einen harten Schilling und sind exportmäßig nicht mehr konkurrenzfähig. Was unternehmen Sie gegen solche Szenarien? Noch einmal, es ist leicht erklärbar. Also wichtig ist, dass man, die Wirtschaft ist sehr wichtig. Da ist für ein Land oder auch für eine Firma. Das sind Grundsätze, Grundprinzipien. Und das heißt, man muss Produkte verkaufen können, Qualität, die man verkaufen kann. Wenn man es nicht verkaufen kann, dann funktioniert es nicht. Und ein Produkt musst du alles zusammenzählen, die Löhne und die Zinsen. Und das Schlimme davon Ganzen ist, die Verwaltungen. Die Verwaltungen sind gleich 50%. Jetzt kommt noch die europäische Verwaltung hinzu. Es ist unmöglich, dass man konkurrenzfähig sein kann. Und nicht, warum haben wir jetzt noch einmal, ich glaube, Österreich hat sich verpflichtet für 16 Milliarden nicht, an diesen ESM-Rettungsschirm. Ja, und ja, aber was glaubst du, die Regierung hat ja doch keine. Das kommt alles von den Arbeitern, von den Leuten. Und wenn man das noch dazu zählt, ist es unmöglich. Man muss sich das so vorstellen, das ist wie ein Schiff, ja, ist wie ein singendes Schiff. Da sind so viele Schulden drauf. Und wenn wir länger warten, umso schlimmer wird es. Ich habe nicht gesagt, ich habe gesagt, der Schilling ist eine Lösung. Es gibt drei Lösungen. Eine Lösung ist, wo wir sagen, ja, die Südländer, die nur rausnehmen, die sollen ihre eigene Ding machen. Und die Nordländer, die Geld einzahlen, das könnte eine Währung. Wir haben zwei. Und das dritte Modell würde sein, wir gehen wieder zurück zum Schilling. Und das heißt, wenn wir Verwaltung abbauen, innerhalb von Österreich, in Österreich, wir haben eine Verwaltung noch und noch, nur Verwaltung. Nehmen wir an 22 Sozialversicherungen. Aber kann man das eine mit dem anderen wirklich vergleichen? Das passt zusammen. Es ist Verwaltung. Das muss man dazuzählen. Woher nehmen Sie das Selbstbewusstsein zu sagen, die Mehrheit der Ökonomen, die sagen, Nationalwährung ist keine Lösung, die alte Nationalwährung, da habe ich recht, ich weiß es besser. Die haben noch nie Löhne bezahlt, die verstehen nicht. Da ist einfach der Herr Schorner. Nur zur Versachlichung. Es ist rechtlich gar nicht möglich, nach EU-Recht, dass wir aus der Währungsunion austreten. Wir können aus der EU austreten, dann sind wir auch aus der Währungsunion heraus, aber innerhalb der EU zu bleiben und aus dem Euro auszutreten, geht nicht. Das ist einmal die Rechtslage. Ja, pass auf, Rechte. Nein, das ist Rechte, die Rechtslage. Rechte werden von Menschen gestaltet, ja, aber, und von Menschen verändert. Ja, lassen wir das einmal. Das dauert aber die Law ist die Law. Ich sage es auf Englisch. Ja, pass auf, das kann ich nicht verständnissen. Ja, dass du das nicht verstehst, dass Verwaltung. Nein, Verwaltung, darf ich zu dem Punkt kommen? Ich rede seit 10 Jahren über Verwaltungsreform. Du schreibst hier auch darüber. Freut mich. Pass auf, glaubst du, das ist nicht was gemacht wegen Verwaltungsreform. Weißt, Teil des Systems bist du. Vielleicht sagst, kann der Herr Stronach das viel besser regeln als alle anderen. Genau, das kannst du genau im Wahlkampf machen. Das kannst du im Wahlkampf machen, aber nicht in einer seriösen Diskussion. Reden wir mal von der Verwaltung. Darf ich dich fragen bei der Verwaltung? Wo willst du sparen? Bei den Ländern? Bei den Gemeinden?
bei den Bezirken, im Bund, wirst du den Landtagen abschaffen, die Gesetzgebung nehmen? Du musst konkret werden. Weißt, ich beschäftige mich, und das wissen, glaube ich, alle, seit mehr als 10 Jahren mit Föderalismusreform. Und ich habe ganz konkrete Vorschläge, zum Beispiel den Bundesrat abzuschaffen. Brauchen wir eine Gesetzgebung bei den Ländern? Aber er spricht zwei Drittel mehr wie ich. Nein, aber weil ich eben konkrete Fakten bringen muss. Wo kann man denn Bundesländer abschaffen? Es tut mir leid, dass er es nicht versteht. Nur mal ein Beispiel. Wir haben 22 Sozialversicherungen. Das sagt der Scheiße. Das heißt, wir haben 22, ich tue nicht inzwischen, wenn ich rede, ich repartiere nicht inzwischen. Gut. Haben wir mal die Dinge. Wir haben Punkt. 22 Sozialversicherungen, 22 Aufsichtsräte, 22 Präsidenten, 22 Vizepräsidenten, alle haben Chauffeure, alle haben Büros. Das sind Verwaltung noch und noch und noch. Okay, und da geht wenig zu den Leuten. Eine Sozialversicherung würde genügen. Und da gibt es hunderte, alle, das sind Machterhalter. Und du bist ein Teil des Machterhaltungssystems und bist ein Machterhalter. Und warst immer nur staatsnahen Betrieben. Und schau mal die österreichische Bank an. Da müssen zwei Schwarze da sein, zwei SPÖ, zwei Schwarze. Das geht schon für 50 Jahre. Was ist denn das für ein System? Das ist ein System der Inzucht. Also, darf ich kurz dazu was sagen? Nein, das mit der Inzucht muss ich nicht sagen. In der verstaatlichten Industrie, wo ich tätig war, haben wir diesen Proporz total alles abgeschafft. Bei Böhler weiß ich nicht, ob der dort oder dort dabei ist. Aber in dem System, in dem Sie sich jetzt befinden, ist er noch lebendig? In der Nationalbank ist es noch so. Aber wie glaubwürdig ist das, was der Herr Storner sagt? Er ist hier ganz kurz, meine Herren. Bei Böhler habe ich alles dagegen. Klaus, warum bist du dabei bei so einem System? Wenn ich weiß, das System passt nicht, werde ich nie dabei sein. Aber Sie werden ja bald Teil des Systems sein, Herr Storner. Sie werden sich arrangieren müssen. Lass mich mal fertig reden. Erstens hört man schon einmal anfangen, was sind die Prioritäten? Das ist das Erste. Immer muss man sagen, was sind die Prioritäten in der Familie, in der Firma, im Lande. Meine Priorität ist, wenn ich in diesen politischen Bewegung jetzt aufziehe, die erste Priorität ist, was müssen wir tun, um Arbeitsplätze zu halten, neu zu schaffen und den Wohlstand der Bürger zu verbessern. Das ist die Priorität. Mhm. Gut, und das ist ganz wichtig, dass wir das machen. Da frage ich jetzt mal Sie, Frau Resenaritz, wie gefällt Ihnen das? Wie glaubwürdig ist das für Sie? Der Herr Stronach sagt, er ist dran an den Menschen, er hat sein Leben lang Löhne bezahlt, er ist nicht Teil des Systems, er ist bewusst kein Politiker, sondern er ist Teil einer Bewegung und er will in Österreich aufräumen. Das ist alles Sie haben selber es als Politikwerensteigerin probiert. Trotzdem kommt ein Aber. Das Aber ist, erstens einmal habe ich bei dem Wort Bewegung ein unangenehmes Déjà-vu. Auch ich war ein Teil einer Bewegung. Und das war das Undemokratischste, was man sich vorstellen kann. Also Hans-Peter Martin wollte auch eine Bewegung gründen. Und im Endeffekt war nur er die Partei und er wollte bestimmen. Und wenn ich gewagt habe, eine eigene Meinung zu haben, war der Streit da und dann letztendlich auch eben der Rausschmiss. Eine Bewegung muss Werte haben. Jetzt ist die muss Frage, Werte haben. Naja, das hat er auch immer gesagt, Werte. Aber seine Werte waren nicht oft meine und umgekehrt. Hat er einen Herr Stronach, Sie sind für mehr direkte Demokratie. Ja. Wie viel direkte Demokratie werden Sie innerhalb Ihrer Bewegung zulassen, wenn es um Abstimmungen geht? Wird da das freie Mandat gelten? Das habe ich für mich beansprucht. Ja? Wird es freie Mandat gelten oder wird es da auch einen Bewegungsklubzwang geben? Das Wichtigste, man muss Werte haben. Und unsere Bewegung ist aufgebaut auf Wahrheit, Transparenz und Fairness. Das sind doch Schlagwörter, das ist verbunden mit einem Ehrenkodex. Die Frage war aber jetzt konkret, sind das die großen Stronach-Festspiele oder kann man bei Ihnen mitbestimmen, am Programm mitschreiben, seine eigene Meinung haben? Letztendlich, die Leute werden das bestimmen, die Leute werden wählen, was sie glauben am besten ist für die Leute. Innerhalb der Bewegung. Noch einmal, ich... Wird es ein freies Mandat geben? Ich habe immer schon gesagt, ich werde eine Bewegung unterstützen oder eine Partei, die gewisse Werte hat. Und noch einmal müssen das oberste Gebot, ich wiederhole es noch einmal, sind, wie können wir Arbeitsplätze halten, neu zu schaffen, den Wohlstand der Bürger zu verbessern. Und nichts darf tabu sein. Wir müssen alles durchleuchten. Wie können wir fair das ganze System verändern? Ohne dem
Nicht? Schau mal, wie kommt die Regierung zusammen? Da setzt sich die Wirtschaftskammer zusammen, die Arbeiterkammer, dann hast du die Raiffeisenbank und die Gewerkschaft und die dann setzt das einmal ein bisschen aus. Aber Sie, was ist das Programm? Aber Sie wirft ja trotzdem vor, ich knüpfe noch mal an das, was die Frau Resedaritz gesagt hat, da geht der Milliardär Abgeordneten shoppen. Der, Sie haben ja tatsächlich im Moment in Ihrer Bewegung aus allen Couleurs Abgeordnete gewonnen für sich, die etwa aus der SPÖ für Sie ausgetreten sind. Man hört, Sie hätten auch bei den Grünen angefragt, beim Herrn Voggenhuber und beim Herrn Keuher, das hätte nicht geklappt. Der Eindruck entsteht, dass Sie sich eine Mannschaft zusammenkaufen, wie es die Frau Glawischny gerade im Sommergespräch gesagt hat, und dass Sie dann, dass es die Stronach-Marionetten im Parlament gibt. Noch einmal. Erstens, ich gebe mein eigenes Geld raus, was schon versteuert ist, und die Politiker geben das Geld der Bürger aus, mit Zuckerln austeilen, damit sie wieder gewählt werden. Ich habe mit den Voggenhuber mal wollen sprechen und ich habe schon vor ein paar Jahren mit ihm mal gesprochen, aber es war kein Gespräch, nicht? Es wurde nicht gesprochen. Ich habe eine Nachricht hinterlassen. Geld regiert nur die Welt. Mal. Regiert Geld auch dann Ihre eigene Bewegung? Das sollte ja nicht. Das müssen wir abschaffen. Und ich werde immer falsch zitiert. Mit einem Spruch bist du bekannt geworden, den habe ich selbst im Fernsehen gesehen. Ja. Wer das Geld hat, macht die Regel. Pass auf, Klaus. Klaus, macht die Klaus, genau so Klaus, ich habe dir das schon 100 Mal erklärt und du lernst nichts. Ich habe gesagt, die Welt wurde schon von von der goldenen Regel dominiert. Nein. Ich möchte von niemandem dominiert sein. Wenn ich mich so stark darüber fühle, soll auch ich nicht das Recht haben, jemanden zu dominieren. Ich habe 2 Kinder, die ich gerne habe. Ich möchte nicht haben, dass die von jemandem dominiert werden. Und wenn ich mich so stark darüber fühle, sollen auch die der nicht Herr die Stronach Möglichkeit ist nicht so autoritär, haben, wie Sie glauben. Zum Dominieren. Ja. Die Frage ist, wie können wir die Ketten der Dominierung konstruktiv lösen? Nicht durch zerstörende Revolutionen, durch geistige Revolutionen. Hans-Peter Martin ist meistens zum Staatsanwalt angelaufen und hat gesagt, Verstoß gegen den Ehrenkodex. Der Martin hatte keine Erfahrung gehabt. Lass mich mal, ich möchte mit dem gar nicht vergleichen. Ja, aber das ist Vergangenheit. Ich bin transparent, ich bin offen und werde jede Frage beantworten. Wenn wir schon beim Thema Transparenz sind, Sie wissen, dass Ihnen vorgeworfen würde, Sie seien ein Steuerflüchtling, weil Sie einen Teil Ihres Vermögens in der Schweiz äußerst schonend versteuern. Sie haben dann angekündigt, passt, ich werde euch das zeigen, wo ich wie viel Steuern zahle. Wann ist es jetzt soweit und wie wollen Sie das genau machen? Wenn Sie machen? Die Krone gelesen haben am Sonntag, nicht? Da gab es eine Krone, ein Interview. Und ich habe auf Bezug Steuer wie gesagt, erstens noch einmal, ich bin transparent, ich zahle in 3 Ländern Steuer. In der Schweiz ganz minimal, weil ich kaum dort bin, ich habe dort ein kleines Büro, also ganz eine minimale Steuer, vielleicht ein paar hunderttausend Franken. Ich zahle in Österreich Steuer, ungefähr 2 Millionen, ich weiß jetzt vielleicht mehr wie die Raiffeisenbank und die Erste Bank. Und natürlich, der Hauptding, den ich zahle, ist in Kanada, weil dort sind meine meisten Aktivitäten. Aber das ist, also okay, ist alles das ganz klar. Ja vorher schon. Aber werden Sie, weiß ich nicht, eine Internetseite einrichten, wo man in Ihre Unterlagen, Steuerunterlagen hineinschauen kann? Weil Transparenz heißt ja, dass man auch nachprüfen kann. Das ist ja schön, dass Sie uns das sagen, sehr schön. Erstens, ich lege es offen. Ich erwarte auch, dass alle, die irgendwo im Staat angestellt sind, und vor allem die Politiker, dass die auch alles offenlegen. Was heißt das dann, Herr Stronach? Also, dass man das tatsächlich dann wo nachlesen kann. Genau, oder dass man sich bei Ihnen die Unterlagen... Wann wird das soweit sein? Auch bei den anderen Politikern. Bei alle. Wann wird es bei Ihnen soweit sein? Ich habe schon. Ich habe schon gesagt. Sie haben es uns gesagt, aber wir können es ja nicht nachprüfen. Man kann man nachprüfen. Wir haben so viel gehört von Politikern. Aber ich finde, das ist ja auch ein Beitrag zu dieser Neidgesellschaft immer, diese Steuerdebatte. Das ist ja wohl nachweislich, dass der Herr Stronach den Großteil seines Vermögens in Kanada gemacht hat, dass er da einen Großteil auch versteuert. Das muss auch den Österreichern entwickeln. Also ich finde, die Steuerdebatte, da bin ich auf seiner Seite. Jetzt komm mal, weil wir über Steuer sprechen. Aber wenn man ankündigt, ich lege alles offen, da will man was insinuieren. Das finde ich unter der Gürtellinie, daher beteilige ich mich dabei nicht. Kennst du das Steuergesetz? Kennst du das Steuergesetz? Das österreichische recht gut. Das kennst du nicht recht gut. Niemand kennt es. Niemand kennt es. Ja. Ich habe sehr erfahrene Steuerexperten. Und wenn ich mal, wie wird das und das behandelt, erstens, es ist so kompliziert und voller Schlupflöcher und voller Privilegium, weil wenn es klar sein würde, dann, weil die Reichen sollen nicht kaum Steuer.
Ich nehme die Banken an, die Banken, die nehmen den Profit, den sie in Österreich machen, und da wird dann hauptsächlich in Osbrücken oder in Griechenland wo investiert, meistens geht es schief, dann laufen sie wieder zurück zum Staat und sagen, wir brauchen Geld. Es ist alles verkehrt. Also mit der Flat Tax geht nichts verloren. Jeder muss zahlen. Da möchte ich jetzt was sagen. Ja. Ich habe das genau gelesen. Erstens haben wir für die Unternehmer bereits jetzt eine Flat Tax. Die Körperschaftssteuer ist eine Flat Tax mit 25%. Das hast du hier in dem Papier nicht richtig. In der Lohnsteuer und Einkommensteuer haben wir keine Flat Tax. Da hast du recht, da haben wir einen progressiven Tarif. Wenn einer mehr verdient, zahlt er mehr. Das ist die Idee, warte einen Augenblick, der Leistungsgerechtigkeit. Aber für die Flat darf ich eines fragen, weil wir müssen ein bisschen konkret werden. Weil ich möchte ja wissen, wofür trittst du ein, damit dann Leute dich wählen oder nicht. Wie stellst du dir die Einnahmen bei der Flat Tax, bei der Lohnsteuer vor? Weißt du überhaupt, wie viel Lohnsteuereinnahmen wir zurzeit haben? Weißt du das? Ja, lass mich sprechen. Bitte. Noch einmal. Ich sage, das Steuergesetz hat so viele Grauzonen, so viele Schlupflöcher und so viele Privilegiums. Ja. In einer flachen Steuer, alles wird versteuert, was dem Betrieb entzogen wird. Das heißt, die Löhne, die Bonusse und die Dividenden. Und was wir jetzt haben, wenn die Banken und die Großfirmen, deren Profit, den sie in Österreich und in andere Länder investieren, und das können sie abschreiben. Die Flat Tax ist, wenn du den Profit, wenn eine Firma ihren Profit in Österreich investiert, dann gibt es keine Steuer. Was heißt das? Das heißt mehr Arbeitsplätze, das heißt Forschung, das heißt neue Maschinen, da sind wir konkurrenzfähig. Okay? Und wir brauchen ein Steuergesetz, was eine Hauptschule, der eine fertigt, der es auf einer Seite ausfüllen kann. Jetzt ist es so komplex. Und bei welchem Prozentsatz ist Ihre Flat Tax, die Sie sich überlegt haben? Da muss man aufpassen. Es gibt kein Wunder über Nacht. Das heißt, wir müssen Verwaltung abbauen, wir müssen alles. Das heißt, Sie wissen es jetzt noch nicht, ganz einfach. Keiner weiß das. Ja, aber wie viel hat jetzt die Lohnsteuereinnahme? Noch einmal, sagen wir, ist der Durchschnitt 45%. Und wenn man die Flat Tax, das wird vielleicht 5 Jahre brauchen, dann würden wir runterkommen auf 20% und laufend jedes Jahr vielleicht 15%. Österreich, das Steuerparadies, Sollte ein Steuerparadies. Schon mal einwenden, das betrifft jetzt die Einkommensteuer, die Flat Tax. Also die Reichen würden wahrscheinlich ein bisschen mehr zahlen, die Mittelunternehmen, kleinen Unternehmen würde es besser gehen mit der Flat Tax, nehme ich an. Und jetzt kommt die große Gruppe der Lohnsteuerzahler. Ja. Und da zahlen ja die meisten von den kleineren Einkommen gar keine Steuer. Würden die dann mit der Flat Tax Steuer zahlen alle? Es ist vielleicht, sagen wir, dass man unter 20.000, dass da keine Steuer anfällt. Na, jetzt sind es 2,5 Millionen. Ich will nicht in tausende Paragraphen reingehen. Nein, ich sage nur mal Zahlen. Gehen wir ganz kurz zu Herr Reidl, anscheinend ist der Herr Stronach auch noch nicht selber sich im Klaren und sagt, es geht über Nacht, kann er sich da nicht festlegen. Das halten wir mal fürs Erste so fest. Ich bin im Klaren, vollkommen. Sie haben mir mal gesagt, das geht nicht über Nacht und Sie können mir noch keinen Prozentsatz sagen. Das kann man nicht auf heute auf morgen. Das muss parallel gehen mit der Verwaltungsabbau, rundherum her. Wir müssen effizienter sein. Die Wirtschaft muss wachsen. Und weißt du, wie die Wirtschaft wächst, Klaus? Weißt du das? Ja, wie wächst die? Ich habe unser Unternehmen verdoppelt in 5 Jahren. Wie wächst die Wirtschaft? Weißt du das? Ja, durch Produktivitätssteigerung, neue Produkte, neue Arbeitsplätze. Das ist das Problem mit euch. Ihr wisst nicht, wie die Wirtschaft wächst. Nein, sei mal nicht besser. Komm her. Sagen Sie es in einem Wort. Wir sind schon sehr gut. Die Wirtschaft wird von 3 Kräften getrieben. Der kluge Manager, fleißige Arbeiter und Kapital. Ja, das ist Produktivität, neue Produkte, das ist genau das. Klaus, du bist... Ökonomie. Wie 1.0 mit Frank Stronach und Klaus Reidl muss ich an dieser Stelle unterbrechen. Wir sind gleich wieder bei Ihnen, Herr Stronach. Ich schalte jetzt kurz zu unserem Meinungsforscher bei uns im Studio, weil uns natürlich auch interessiert, wie sieht es denn überhaupt aus mit Ihren Chancen, A, in den Nationalrat zu kommen und B, Ihre Ideen überhaupt umzusetzen. Peter Hayek. Herr Stronach erhofft sich 20-30% bei den Wahlen im nächsten Jahr und träumt sogar davon, den Bundeskanzler zu stellen. Wie viel Potenzial hat er im Augenblick? Naja, die Umfragen sprechen vom erweiterten Potenzial von 10-15%. Wir sind aber im Prinzip da in einem
Progress drinnen, der sich erst entwickeln kann. Und Frank Stronach hat ja jetzt erst bekannt gegeben, dass er wirklich fix antreten wird. Also das heißt, da kann noch wahnsinnig viel passieren. Im Grunde genommen muss man aber sagen, er hat einen großen Vorteil. Er hat die Bekanntheit, er hat die Finanzkraft. Kompliment, sehr authentisch. Auf der anderen Seite gibt es auch das Problem der Unterscheidung. Ja, es gibt den Euro-Aussicht, das ist eine Unterscheidung. Wo es sich ein bisschen schwerer tut, ist, da habe ich ein bisschen jetzt ein Déjà-vu mit den 90ern von der Freiheitlichen Partei, dem auch von der Flat Tax gesprochen, dem auch gesprochen von der Sozialversicherung. Mag sogar richtig sein, aber hier ist noch keine neue Positionierung gefunden. Da müsste man einen Überbau machen, einen ideologisch, wenn Sie so wollen. Das ist die Sozialdemokratische Stimme für soziale Gerechtigkeit, die ÖVP, Sie werden es kaum glauben, steht noch immer für Wirtschaft. Die Grünen stehen für Ökologie. Und jetzt ist die Frage, wofür steht ideologisch gesehen Frank Stronach? Man könnte zum Beispiel sagen, für den American Spirit oder Canadian Spirit. Und das gehört in Österreich, da muss ich gleich dann der Austrian Spirit nach ja. Kanarischem Vorbild. Also da muss man noch arbeiten, aber die Chancen sind natürlich da. Chancen im Moment in Zahlen, wie viel würden Sie im Moment geben? Es gibt die aktuelle Sonntagsfrage, die gehen sehr stark auseinander. Ja, ja. Gallup sagt 4-8%, Market sieht es ein bisschen pessimistischer, die gibt allen neuen Bewegungen nur 6%. Was würden Sie persönlich sagen? Kann man das noch ausbauen? Kann man das noch verdoppeln, vielleicht sogar bis nächstes Jahr? Es ist viel möglich. Ja. Aber im Grunde genommen kann man sagen, gute Chancen hat er für einen Einzug in den Nationalrat. Das ist die Hürde von 4% und alles Weitere wird sich im nächsten Jahr weisen. Ja. Und weil Sie sagen, es fehlt noch der Überbau, es fehlt noch die Unverwechselbarkeit, wem schadet denn die Stronach-Bewegung bis jetzt am meisten? Wer muss sich fürchten? Naja, die fürchten, mein Gott, fürchten muss ich glaube ich für Frank Stronach niemand. Aber im Prinzip ist es so, dass eher freiheitliches BZÖ-Wählerpotenzial natürlich auch, vielleicht hört es Klaus Reidl nicht so gerne, auch ÖVP-Wähler, die sehr wirtschaftsaffin sind. Wer sich weniger Gedanken machen muss, sind Grüne und die Sozialdemokraten. Und wer sich gar keine Gedanken machen muss, sind die Piraten, die werden auch irgendwo ein bisschen ein Gegenspieler sein, sollten sie es je schaffen, eine Parteiführung zustande zu bringen. Ich glaube schon, dass die SPÖ und die Grünen sich viele Gedanken machen müssen, weil jetzt sind die Grünen dabei, jetzt sitzen im Futtertrog und stimmen gleich mit, nicht? Den ESM-Vertrag. Und was ich erwartet habe, dass die ÖVP ja mitstimmen wird mit diesem ESM-Vertrag, wo ich sehr enttäuscht war, dass die SPÖ, die Arbeiterkammer und die Gewerkschaft mitgestimmt haben. Übrigens auch einer ihrer neuen Mitstreiter, der hat auch mitgestimmt, Gerhard Köfer, der jetzt bei der Stronach-Bewegung anfangen möchte. Jetzt sprechen nicht wegen Gerhard Köfer. Naja, es ist recht interessant. Nein, aber noch einmal, die SPÖ, die Gewerkschaften haben die Arbeiter verraten, die haben die Arbeiter an den Banken verkauft. Und das werden die Arbeiter nie vergessen. Ich bin kein SPÖ-Anhänger, wie du weißt, aber so pauschal kann man hier nicht argumentieren. Genau kann man das. Das tut man wirklich. Sehr spannende Situation. Klaus Reidl setzt sich für die Du musst differenziert diskutieren. Du bist ein Bankenvertreter. Hör mit dieser Punktierung auf. Ich sage ja auch nicht, dass du ein Großkapitalist bist. Wenn die Raiffeisenbank nicht zugestimmt, wird es nie Präsident der österreichischen Nationalbank sein. Hundertprozentig nicht. Wir machen eine Abkühlungspause, meine Herren. Wir brauchen Sie, denke ich. Wir melden uns gleich zurück. Unter anderem wird Politikberater Thomas Hofer für uns analysieren, was er bis jetzt wahrgenommen hat in dieser Diskussion. Und Frank Stronach muss sich kritischen Fragen unserer Damen und Herren im Publikum stellen, in Kürze wieder hier bei Pro und Contra. Naja, schauen wir mal, Herr Reidl, nachdem Sie jetzt auch die Sozialdemokratie verteidigen, vielleicht kommt noch ein bisschen. Das Publikum hat die Wahl. Willkommen zurück bei Pro und Contra, der Austria News Talk, heute mit Frank Stronach. Er ist sehr bekannt in Österreich und er möchte noch bekannter werden, nämlich indem er in den österreichischen Nationalrat einzieht und im Wahlkampf im nächsten Jahr gründlich mitmischt. Wie er sich geschlagen hat in Teil 1 der Sendung, wollen wir jetzt unter anderem von Politikberater Thomas Hofer wissen. Herr Hofer, Herr Stronach sagt zu Recht, er hat sein Leben lang Löhne bezahlt, er sei dadurch extrem nah dran an der Arbeiterschaft, wäre nicht Teil des Systems, will auch bewusst nicht Politiker genannt werden, sondern er stehe einer Bewegung vor. Ist das glaubwürdig und gut aus Ihrer Sicht? Nun, er hat seine Rolle sehr gut gespielt. Er hat sich quasi Antisystem positioniert. Wir haben bisher immer von Wutbürger gesprochen in Österreich. Seit Frank Stronach kennen wir jetzt einen neuen Begriff. Das ist der Wutmanager. Er hat wirklich Brandreden gehalten und der Schlagabtausch vor allem mit Klaus Reidl war teilweise wirklich Simmering gegen Kapfenberg. Noch dazu kommt der Herr Reidl aus Kapfenberg. Also da hat er wirklich den Populisten raushängen lassen. Der Herr Stronach war sehr, sehr offensiv. Hat den Herrn Strache auch rechts überholt teilweise. Das war wirklich die Rhetorik eines Jörg Haider,
der besten Zeit in den 90er Jahren. Also da war er quasi Volkstribun. Es hat nur dann schon Momente gegeben, wo er ziemlich am Glatteis gestanden ist, als zum Beispiel der Herr Reidling gefragt hat, wie viel jetzt ein Liter Milch kostet. Also für einen, der wirklich jetzt ganz nah am Volk ist, hätte er diese Frage ein bisschen punktgenauer beantworten können. Herr Stronach, Sie sind gerade beschrieben worden als populistisch, der teilweise Herrn Strache rechts überholt hat. Was sagen Sie dazu? Das ist seine Meinung. Ich glaube, noch einmal, ich war in so vielen Sozialorganisationen tätig und die Dinge, die ich gemacht habe in der ganzen Welt und besonders für Österreich, da sind wir so weit, es ist traurig, dass er so ein Vergleich gemacht wird. Also das empfinden Sie als Beleidigung, wenn Sie auch mit Herrn Strache... Ich finde es nur traurig, dass so ein Vergleich gemacht wird, ja. Sie sind Politikberater, was muss er noch ändern, wenn er eine Chance haben möchte? Er hat sich von seinem Anspruch ans Wählerpublikum ein bisschen eingeengt, eben auf die sehr klar Enttäuschten von der Politik, die ja durchaus auch zu Recht enttäuscht sein können. Aber er hätte durchaus mit einer etwas differenzierteren Position Chancen, mehr Wähler von ÖVP und SPÖ abzuholen. Das wäre jedenfalls noch drinnen. Und da ist natürlich diese sehr, sehr starke, fast fundamentalistische Positionierung, massiv raus aus dem Euro, einfach ein bisschen zu eng, um wirklich ein ganz breites Wählerspektrum anzusprechen. Die 20-30% wird er mit diesem Kurs wahrscheinlich nicht erreichen. Aber er kann natürlich trotzdem erfolgreich sein. In Richtung zweistellig kann es dann irgendwann schon funktionieren, je nachdem, wie der Wahlkampf läuft. Das ist natürlich zu früh noch zu beurteilen. Vielen lieben Dank, Herr Hofer. Nun gibt es, wie angekündigt, unsere Fragen aus dem Publikum. Sie haben sehr aufmerksam zugehört und sich schon angemeldet, eine Frage stellen zu wollen. Bitte stehen Sie kurz auf. Stellen Sie sich vor und sagen Sie einfach, was Ihnen noch auf der Seele brennt, sozusagen. Also, ich heiße Stefan Mülczuch und ich habe eine Frage an Herrn Stronach. Relativ viele Menschen in Österreich hätten ja mit einer neuen Wirtschaftspartei sympathisiert und wären auch für diese offen gewesen und haben da auch wahrscheinlich in Sie als erfahrene Wirtschafter gewisse Hoffnungen gesteckt. Aber mit Ihren Positionen wie Austritt aus dem Euro, Austritt aus der Europäischen Union haben Sie diese Leute eigentlich alle vor den Kopf gestoßen und sind eigentlich für Sie unwählbar geworden. Man könnte sogar bei allem Respekt von einem Epic Fail sprechen. Warum haben Sie das gemacht? Erstens möchte ich noch einmal sagen, eine Wirtschaftspartei ist Unsinn. Eine Partei muss da sein für alle Bürger. Das muss man mal verstehen. Und ich glaube, Sie waren irgendwie, welche Fraktion vertreten Sie? Wurden Sie eingeladen von einem gewissen Ding, um diese Fragen zu stellen? Noch einmal, die Wirtschaft muss funktionieren. Und die Daten sind so einwandfrei, rechnerisch, dass das nie ausgehen kann. Und viele Länder, wie zum Beispiel Finnland und so weiter, die nehmen schon Maßnahmen vor, dass der Euro sich selbst zerstört. Und das müssen wir natürlich auch. Und noch einmal, ich sage, es könnte funktionieren, wenn die Südländer weg sind. Und man kann ja dir helfen, nicht? Wenn man, sagen wir, ein Bauerndorf, wenn die Bauern, wenn irgendeine Katastrophe war, haben halt die Bauern geholfen. Das war immer und wird auch so sein. Aber wenn sie gewusst haben, deine Bauer ist immer im Wirtshaus, werden sie nicht helfen. Und das ist so ähnlich. Also noch einmal, man muss einmal rechnerisch, da muss man sachlich sein, da darf man gar nicht aufgeregt sein. Das ist rein eine rechnerische Frage. Es geht um konkurrenzfähig zu sein. Wenn man nicht konkurrenzfähig ist, kann es nie funktionieren. Arbeitsbeschaffung, wenn man 2000 Leute eine Schaufel gibt, 1000 Leute ziehen einen Graben mit der Schaufel und die anderen 1000 schütten das wieder zu. Also wenn ich Sie richtig verstehe, dann meinen Sie auch, dass irgendwann einmal, wenn Sie nur geduldig genug sind, auch eine ÖVP auf Ihrer Position sein wird, was die zurück zum Schilling-Politik zum Beispiel noch einmal, ich sage nicht zum Schilling. Das Schilling ist eine Auswahl. Ich sage, ist entweder die Südländer raus oder die Nordländer selbst, das würde vielleicht die beste Lösung sein. Aber wir müssen darüber nachdenken, wenn das nicht passiert, werden wir runtergezogen. Ne, noch einmal, ganz ein praktisches Beispiel. Du hast einen Konzern, der 20 Fabriken. 10 Fabriken machen einen Profit und 10 Fabriken haben immer Verluste gemacht. Da wird der Konzern die Entscheidungen machen, sie werden diese 10 Fabriken verkaufen oder stilllegen oder der Gewerkschaft schenken,
Weil die Gewerkschaft manchmal haben einen negativen Einfluss, werden sie schenken und sagen, pass auf, ihr seid immer so gescheit, führt die Fabriken. Nicht? Also noch einmal, das sind die Naturgesetze, sind stärker wie jedes andere Gesetz. Was wir haben da eine gewaltige Superbürokraten, die wollen eine, und der Klaus hat ja schon gesagt, ja, wir brauchen einen Finanzminister in Europa, der auch in den Budgets eingreifen kann, der einzelnen Länder. Wie kann man nur sowas sagen? Das heißt, wir haben da Ausländer, die uns sagen können, wie unser Budget ist. Ja. Das okay. ist die Konsequenz einer Währungsunion. Wie kannst du sowas sagen? Ja, weil aber das die historische Erfahrung ist. Ich gebe dir das Buch. Du bist ein Teil des Systems. Du gehörst zum Bank. Das hat da einer eingeredet. Gehen wir zu den Fakten. Wenn du der Raiffeisenbank nicht irgendwie, dann wirst du nicht Präsident der Nationalbank. Frank, du hast aber in Kanada kandidiert und schon verloren. Ich war nie ein Teil des Systems. Ja, wolltest du werden? Du hast für die liberale Partei kandidiert. Ich stehe für Werte. Nein, okay. Du hast für eine Partei kandidiert. Glücklicherweise, ja, Klaus, du bist nicht abhängig. Ja oder nein? Ich verstehe das. Herr Stronach, das stimmt aber schon. Ich mische mich hier kurz ein, bevor man rein akustisch nichts mehr versteht. Ja, aber du hast für die liberale... Ja, aber das macht dir nichts. Ich kann ja meine Werte sagen. Kommen wir einfach zur nächsten Frage, würde ich vorschlagen. Nur kurz zur Aufklärung. Vor 14 Jahren waren Sie herein, bitte. Vor 14 Jahren waren Sie ein Kandidat der Liberalen Partei, mussten sich aber recht rasch gegen ihren konservativen Gegenspieler geschlagen geben in Kanada. Na, das kann man schon so festhalten und konnten dadurch... Was heißt so rasch? Manchmal gibt es... Es ist leichter, mit dem Wind zu fliegen. Es ist leichter, den Strom runterzuschwimmen. Manchmal muss man in den Spiegel schauen und als Person sagen... Ich stehe für das, ich mache was. Mhm. Glücklicherweise bin ich unabhängig, der Klaus ist nicht unabhängig. Ich bin total unabhängig. Meine Herren, tun uns bitte nicht streiten, sondern lassen Sie einmal das Publikum zu Wort kommen. Die nächste Frage, Dankeschön. Bitte. Mein Name ist Christoph Haselmeier, bin Geschäftsführer vom Bürgerforum Europa 2020. Herr Stronach, eine Frage. Sie haben jetzt angeworben, Abgeordnete von mehreren Fraktionen. Ende September präsentieren Sie auch noch weitere Leute, habe ich in der Zeitung gelesen. Jetzt aber meine Frage als junger Mensch. Sie hätten die Möglichkeit, Junge in den Vordergrund zu stellen, die was ändern wollen, denen es unter den Nägeln brennt, die Österreich mitgestalten wollen. Und was kriege ich bis jetzt mit? Ja, komm, melde dich an. Sei mit dabei bei uns. Wir können über alles Sprechen gerne reden, ja, nach der Sendung. Sei mit dabei. Aber wichtig ist, wo sind die jungen Leute? Noch einmal. Wo? Wir sind eine Bewegung, das ist ja keine Schande, wenn man einer anderen Partei angehört hat und wenn man zugesteht, da wurden Fehler gemacht. Und sie wollen jetzt mit neuen Werten mit dabei sein. Wenn einer schon mal für 20 oder 30 Jahre immer das Gleiche gemacht hat, die kann man nicht brauchen. Aber das waren gute Bemerkungen. Es würde mich freuen, wenn du mit bei unserer Bewegung bist. Wir brauchen Leute, junge Leute. Herr Stronach, stimmt das, dass Sie Ihren neuen Mitarbeitern auch ein tolles Gehalt in Aussicht stellen und wenigstens 3 Jahre beim Magna waren Sie mit der Politik doch nichts wird? Ist das richtig? Noch einmal, man muss ja auch immer, die meisten können sich die Politik ja nicht leisten. Das heißt, es stimmt. Noch einmal, für alles gibt es einen Grund. Es ist ja schon, ich nehme mein Geld, um das System zu ändern. Ein System der Inzucht, der Freundelwirtschaft und der Seilschaften. Und das muss geändert werden. Mhm. Und deshalb, und natürlich, wenn ich manchmal sehe, als einer hat eine Familie, würde ich etwas bezahlen. Und da ist nichts Schlimmes daran. Okay, Herr Haselmeier, haben Sie da jetzt Lust drauf bekommen, jetzt wo Sie das komplette Angebot kennen? Ich sage, also von zu Hause habe ich immer mitbekommen, man muss immer mit allen reden in der Politik und aber auch immer über alles diskutieren können. Also das ist der erste Punkt. Aber noch einmal konkret, gibt es schon junge Leute, die bei Ihnen mitmachen? Es gibt junge Leute, ja. Es gibt junge Leute, wir haben einen großen Zufluss an Leuten, auch einen Zufluss von Nationalräten, die mit dabei sein wollen. Klar, die Nationalräte, das verstehe ich, aber ja, stellen junge Sie Leute junge Leute auch junge in den Leute. Vordergrund dann ja, vielleicht? Wir sind auf. Ziemlich neu, wir sind vor 2-3 Monaten, da haben wir verkündigt, dass wir eine Bewegung in Bewegung bringen. Und es braucht seine Zeit und wenn ich die Möglichkeit habe, wie hier, dass ich den Leuten erklären kann, denen die Wahrheit sagen kann. Beim OF wollen sie mich ja nicht haben, weil die wollen die Wahrheit nicht weiter transportieren.
nicht zum zu. Nehmen wir einmal an, wie das letzte Mal beim ORF war, war ausgemacht, dass ich über den ISM spreche. Und wenn ich reinkomme, waren andere Fragen, haben sie wollen wie immer ein paar dumme Fragen und dann danke und das ist vorbei. Aber Herr Stornach, wenn Sie in die Politik gehen, dann müssen Sie sich daran gewöhnen, dass Sie auch dann Fragen bekommen, die Ihnen nicht so gut gefallen. Meinen Sie nicht? Ich antworte jede Frage. Gut. Aber wenn ich eingeladen werde, um etwas zu beantworten, dann muss das zuerst sein. Nein, ich habe das gesehen, du hast gar keine Frage stellen lassen. So ich weiß das. Ich muss ja nicht den ORF in Schutz nehmen. Pass auf einmal, Klaus. Jetzt mal aber dann ein bisschen zu viel. Muss ich zum Klaus sagen. So pauschal. So kann man nicht Politik machen. Klaus, du musst ins Detail gehen. Klaus, gut, dann, aber der Herr Schroner hat gesagt, Klaus, er beantwortet jede Frage und hier haben wir noch eine Frage. Ich muss bitte den Klaus schön. Dann nochmal was sagen, ja, weil bitte. Jetzt macht er Feststellungen, die überhaupt nicht passen. Die haben keinen Sinn machen. Oh ja, für mich schon. Ja, für dich, aber nicht für die Leute. Oh ja, auch fürs für Publikum. Dich, nein, fürs, weil diese Pauschalierungen, die du vornimmst, sind das jetzt nicht mehr erträglich. So, jetzt haben wir aber eine Frage Dame, als allererstes. Bitte eine schön. Ganz kurze Frage, Herr Stronach. Welches Logo hätte Ihre Partei und welche Farbe? Wir sind dabei noch, nicht, gibt's, das ist jeder mit dabei und jeder hat da gewisse Ideen und das muss man herauskristallisieren. Und wir werden das alle, ich habe gesagt, wir werden das veröffentlichen in Ende September, den Parteinamen, die Farben, das Logo und so weiter. Ist der Herr Stronach und seine Bewegung für Sie eine Alternative oder eine Wahlmöglichkeit im nächsten Jahr von dem, was Sie bis jetzt mitbekommen haben? Weiß ich noch nicht. Wissen Sie noch nicht. Ich hoffe, ich habe die Möglichkeit, Sie zu überzeugen. Ja, wenn Sie weitere Fragen haben, bin ich immer bereit, die zu beantworten. Dankeschön. Danke. Ja, es wurde Ihnen heute häufig unterstellt, dass Sie zu autoritär wären, um andere Leute zur Geltung kommen zu lassen. Wie denken Sie denn, wie Sie als Parteichef sein werden? Ich glaube, Leute, die mit mir gearbeitet haben, nicht, die würden konträr sein, die würden das nicht sagen. Weil du kannst keine so eine große Firma, jetzt 115.000 Beschäftigte, wir sind anerkannt in der Welt als Nummer 1 und das kannst du nur aufbauen, wenn du Werte hast und wenn du zuhörst auf die Arbeiter, wie man was besser machen kann. Mhm. Sonst kann man keine solche Firma aufbauen. Mhm. Überzeugt Sie das, Frau Reisedaritz? Naja, wie gesagt, ich glaube, dass der Herr Stronach ein echter Chef ist. Und dann frage ich mich, wie es sein wird, wenn er dann am Boden der Realität ankommt. Ich glaube, Sie kommen rein und plötzlich nur mehr Nationalratsabgeordnete sind von einer Oppositionspartei. Und nichts kann man mehr durchsetzen. Und man bemüht sich und bemüht sich und läuft wie ein Hamster im Radl. Das ist nämlich der politische Alltag. Ja, aber da möchte ich auch sagen, wenn wir im Parlament sein würden, bei uns gibt es keine Verbackelung. Wir stehen für die Werte. Dann haben wir die Möglichkeit, den Bürgern zu zeigen, für was wir stehen. Endlich einmal gerade antworten. Endlich einmal, dass das Volk versteht, was wir sagen. Aber die Frau Reisedaritz hat jetzt was Wichtiges angesprochen. Wenn Sie nicht, wie Sie es sich wünschen, 30% kriegen und den Bundeskanzler stellen, sitzt dann Frank Stronach als Oppositionspolitiker im Parlament? Ich habe immer gesagt, ich würde nicht der Bundeskanzler werden. Natürlich nicht, aber wenn Sie in die Opposition kämen, würden Sie dann als Oppositionspolitiker im österreichischen Parlament sitzen? Wenn die anderen Parteien zustimmen würden zu unseren Werten und verschiedene Gesetzesvorschläge annehmen werden, fein. Oder wenn Sie Vernünftige haben, die ziemlich gleich an unseren Werten anpassen, fein. Aber wir gehen keinen Kompromiss ein, das nicht gut ist für das österreichische Volk. Aber nochmal, Sie gehen Wahrheit. Auf jeden Fall ins Parlament, egal wie viel Prozent Sie als Abgeordneter. Das kann ich mir nicht vorstellen, Herr Stronach. Das ist Abgeordneter? Sie als Abgeordneter im Parlament? Ich hätte kein Problem. Die Frage ist nur, vom rechtsmäßig, wie viel Zeit muss man dort sein? Na schon viel. Ja, schon. Aber hoffentlich. Du kannst 2 Monate dort sein, jeden Tag und immer Blödsinn sagen, du bist einmal dort, alle 2 Monate es sagst du, es würde Gastauftritte geben mit einem Wort. Ja. Darf ich nur 2 Punkte sagen? Weil ich glaube, die Diskussion ist zuerst. Erstens, was der Herr Stronach unterschätzt, ist, dass Politik anders ist als Wirtschaft. In der Politik musst du Mehrheiten finden, musst du Meinungen erzeugen, musst du Emotionen wecken, kannst du nicht diktieren und kannst du nicht wie bei einer Fußballmannschaft einen Trainer kaufen, einen Stürmer und einen Verteidiger. Klaus, du redest jetzt wieder mit dem System. Ja, aber du brauchst 5 Minuten dazu. System. Ja, weil du ihn unterbrichst. Der zweite Punkt, und das muss ich leider in der Härte sagen, bis jetzt habe ich
das gelesen, was du heute gesagt hast, die Werte, die Frau Resetaritz hat schon gesagt, das sind alles pauschal. Seid lieb zueinander, die Wahrheit, seid ehrlich, seid transparent. Was heißt das konkret? Wie ich gefragt habe, wie soll dein Steuersystem sein? Wie viel bringt jetzt die Lohnsteuer? Das weißt du nicht. Ich habe dir das genau gesagt, Klaus. Ja, das war so verwirrend. Leider, dass du das System nicht verstehst. Nein, und noch einmal, es hat, glaube ich, niemand verstanden. Noch einmal, du sprichst jetzt wieder als wie ein Politiker. Wieder, du sprichst, du... Immer so immer pauschal, das System. Erklär mir, wie viele Lohnsteuereinnahmen hat die Republik? Du sagst, die Politiker, du musst das und das. Wie viele Einnahmen hat die Republik? Ich kann dir sagen, welche wäre Paragraph und kannst das auch nicht beantworten. Nein, ich will da nur sagen, pass auf, die Leute müssen es verstehen, was wir wollen, ja, das System vereinfachen, ja, dass jeder willst versteht. Du eine und damit Klaus, du sprichst jetzt, du bist ein Teil des Systems, du verteidigst das System. Nein, ich verteidige es gar nicht. Genau, ich muss Sie, meine lieben Damen und Herren, vertrösten auf das nächste Mal, wo wir hier eine Diskussion haben. Gerne auch wieder mit Ihnen, Herr Stronach. Ja, werden wir mal schauen, wie sich was die Zukunft ergibt. Wir haben ja heute die Ankündigung erhalten, dass Herr Stronach sein Programm bald konkretisieren möchte. Im Herbst, da gibt es sicher wieder was zu reden und zu diskutieren, gerne auch in dieser Runde. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie heute hier waren. Vielen Dank für Ihre Fragen und natürlich fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es die nächste Ausgabe von Pro und Contra, der Austria News Talk, ab 22.30 Uhr. Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei. Guten Abend.